Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu DuckTales, zu DuckTales Remastered. Wie mich immer wieder daran erinnern muss, wie ich dieses Spiel nochmal genannt habe. Ja, wir machen jetzt die afrikanische Mine zu Ende. Oh mein Gott, ich glaube, weil ich im letzten Part ein bisschen übertrieben habe. Und das Gebiet auch nicht ganz so lang ist. Könnte das knapp werden, dass es vielleicht sogar schneller geht als 20 Minuten, aber wir werden sehen, weil meine Inkompetenz ist nichts in Stein gemeißelt. Oh Scheiße. Na! Ja, ne? Wir sind hier. Haben schon fast 1 Million, oh mein Gott, und suchen nach irgendeinem Schatz mal wieder, jetzt gedacht, und ja, wir sollen zum Erdinneren. Ist ja ziemlich klein, das Erdinnere eigentlich, ne? Also sehr nah, nennen wir es mal so. Wenn man sich das mal näher anguckt. Aber was soll's? Ich wette, hier ist was. Da war nichts. Ich erinnere mich an das Gebiet gar nicht mehr so doll wie an die anderen Gebiete. Ich weiß selber nicht genau, warum eigentlich. Ding, 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 ding. So. In der Hoffnung, dass wir ziemlich viel Geld bekommen. Zack. Wir haben 1 Million. Ah! Oben rauf, dankeschön. Bing, 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 bing. Einfach Soundeffekte machen. Ach nee, es war ja Rayman, wo keine Soundeffekte waren. Ich erinnere mich. Hush, lads. Did you hear that? Wackaroonie! Those must be the voices that miner was talking about. You boys go back the way you came. This is no place for children. Yes, Scrooge. Wollte gerade sagen, geh noch ein bisschen weiter, ne? Oh mein Gott, es geht viel weniger als 20 Minuten. Hat das Gebiet doch ein bisschen kürzer in Erinnerung. Kürzer als gedacht. Moment. Doch ein bisschen kürzer als gedacht ist es so, das wollte ich sagen. Aber mal gucken, wie wir die 20 Minuten hier noch füllen. Ich will nämlich kein neues Gebiet dann anfangen. Wir haben den letzten Part einfach zu lang gemacht. Kann man nicht sagen. Scheiße. Hätte ich meine ich machen sollen. Oh mein Gott, das ist echt viel zu kurz. Aber was soll's. Zack. 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 Wunderschön. Hier ist nichts. Ah, wo wir sagen. Das erkenne ich doch. Hui. Ah. Ha. Volltreffer. Mrs. Weekly. Was soll man das jetzt sagen hier? Toll. Kann ich ja gar nichts für den Fallen. Das ist ja auch die Sache beim Endgebiet. Dass Dagobert noch nicht mal in so ein Viereck reinpasst. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch durch manche Dinge in der Decke einfach nicht durchgekommen damals beim Durchspielen. Weil es einfach mega abfuckend war. Oh mein Gott. Man merkt, lass mir ein bisschen Zeit, ne? Zack. Tot. Oh mein Gott, wir kommen dem Ende mal näher. Ah, hui. Ich würde ja gerne rauf, denn ich weiß genau, dass es hier Geld gibt. Ich würde sagen, hier sicherlich auch. Hier ist keiner. Kein Redder. Das ist ja langweilig. Aha. Was mir das Ding bringen soll, weiß ich allerdings immer noch nicht. Aber was soll's. Stirb. Lass mich durch. Hallo Panzerknacker, warum seid ihr eigentlich schon wieder hier? Wie kommt ihr hier schon wieder her? Warum seid ihr überall? Warum seid ihr hier überall? Oh, zack. Zack, 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 zack. Ah! Das habe ich nur gemacht, damit der Part länger geht. Scheiße. Ah, das war nicht geplant. Ah, da habe ich einfach irgendwie zu niedrig gesprungen. Das war nicht gut. Boah, ich rush jetzt einem durch. Mann!
Du blöde Sau, ich wollte gerade die Zeit hat nicht mehr gereicht, um zu springen. Boah, wie fair ich hier allerdings auch respawned werde, ne? Also würde ich auf normal spielen, wäre ich schon längst Game Over gegangen. Hätte aber alles normal machen müssen. Was ne Scheiße. Nein, eigentlich nicht, was ne Scheiße. Wie gut, dass ich auch leicht spiele. Aha, voll Secret Gebiet hier. Zack. Secrets, ich mag Secrets. I still got it. Mir einfach vor meinen Augen fällt. Wow, das alles ist ja langweilig. Ach ja. Da weiß ich gar nicht, was ich noch groß kommentieren soll. Springen! Außer, dass ich da rein will. Haha. Das habe ich doch erkannt. Ich erkenne alles. Denn ich bin so klug. K-L-U-K. Den kann man gar nicht kaputt machen oben. Na geil. Wie ein Stein einfach killt. Schon ein bisschen traurig. Aber nicht unbedingt unlogisch. Geld? Geld? Jetzt ein bisschen Geld? Ah! Oh, das wollte ich noch gar nicht. Egal. Hier ist auch was. Aha. Und da auch. Ja, 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 ja. Wieder mein ausgereifter Kommentar heute. Man merkt schon. Also ich muss sagen, außer Geld kaputt, Geld tot, Geld kaputt, Geld tot. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Oh mein Gott, da geht's nämlich gleich los zum Boss. Aber echt nicht, ist der Part vielleicht ein bisschen kürzer, ja. Das tut mir dann auch ganz so leid. Wenn es so sein sollte. Mal kurz Geld. Ich will Geld, Mann. Ist eigentlich irgendwie möglich? Nein, ist nicht möglich, da hinten hinzuspringen. Ich habe eine Idee, was wir gleich noch ein bisschen machen können, jedenfalls. The meaning of all this racket. Out of the way, stranger. As the king of the Terraformians, I forbid anyone to interfere with the great games. Great games? Stand back. You'll interfere with the Rowell. Ooh, strange creature. You are disqualified. Yes, you're disqualified. Conduct and roll and crash interference. Now see here. I own this mine, and I won't be bossed around by an overblown fuzzball. Step aside, I've got work to do. Oh, so you're the one causing all the ruckus up above. Well, I have heard enough. Wuff, 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 halt's Maul! Mann, das aufhört immer rumzubellen, das geht mir auf die Eier. So, der König von, keine Ahnung. Finde ich witzig, der sieht genauso aus wie einfach im ersten Teil. Wie bei DuckTales 1. Der Gegner. Einfach genauso mit den ganzen Texturen und so, finde ich süß. Das können wir uns auch alle dann später noch im Dings angucken. In der Galerie. Das wird cool. Oh mein Gott, das wird auch nochmal einen ganzen Part in Anspruch nehmen, wa? Habe ich jetzt wieder gar nicht bedacht. Stirb! Der Boss war jetzt auch nicht allzu schwer, glaube ich. Aua. Allerdings stelle ich mich gerade ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob man ihn dabei schon auf den Kopf springen kann. Nein. Oh mein Gott. Hey, hey, hey. Boah, wuff, 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 da kommt hundertprozentig einfach keine Menschenseele gerade und der Hund bellt einfach. Er ist alt, sehr alt. Das Einzige, worauf ich mich freue, wenn der Hund demnächst stirbt. Oh mein Gott, das wird wahrscheinlich passieren. Einfach, dass er mir nicht mehr blöd in den Aufnahmen dazwischen bellt. Einfach bellt, wenn einfach nichts da ist. Das Einzige, worauf ich mich dann freue. Ja, freuen ist auch blöd, aber ihr wisst, wie ich das meine. Wuff, wuff! Habt ihr euch aber dran gewöhnt? Passiert ihr öfter, nicht wahr? Man hört es wahrscheinlich eh nur leicht im Hintergrund gerade. So ein bisschen wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff. Aber nur vom einen Hund, ne? Wir haben zwei. Das ist einfach nur der eine, der das macht. Oder der andere hat eben auch kurz gebellt. Von daher wäre es naheliegend, dass er. Vielleicht wirklich irgendwas war? Well, for starters.
Stop these infernal games. You're causing earthquakes, scaring off my workers, and ruining my equipment. It's nigh impossible to mine for diamonds. Diamonds? Aye, diamonds. Like this one. Though the particular one I'm after is a fair bit bigger. Oh, you refer to garbage rocks. We have no use for garbage rocks. They're hard and sharp, and you can't roll on them at all. You don't say. You don't say. I tell you what, I'll do you a favor and haul away your garbage rocks, free of charge. Just keep the earthquakes to a minimum, all right? Agreed. I am proud to announce that the Terrafermians hereby welcome your garbage rock mining operation. Here, you can start by getting rid of this one. Bless me, bagpipes. The giant diamond of the inner earth. Oh mein Gott! Das heißt, wir können das jetzt sogar selbst einsammeln. Deswegen wäre ich dafür, dass wir uns jetzt voll viel Zeit lassen. Ich einfach die ganze Zeit rüberspringen. So, oh mein Gott, ich kriege ihn einfach nicht. Oh mein Gott, ich kriege ihn einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich da mache. Oh mein Gott, wir haben gerade mal 11 Minuten. Das ist der Obershit, ey. Voll der kurze Bart. Ich habe den letzten einfach zu lang gemacht. Was willst du machen? Wenn ich jetzt auf die 15 Minuten komme, dann wäre das schon mal in Ordnung. Wie gesagt, wir werden ein bisschen im Geld baden oder so. Mal gucken. Geld. Beschleunigen wir auch mal nicht. Mal auch nicht. Sieht auch schon die Anzahlen, wie viel man von allen gefunden hat, ne? Und wir haben davon wahrscheinlich nicht allzu viele. 19. Ding, 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 ding. Ja, so viel Geld. Geld. Ich mag Geld. Millionen, 8 Millionen. Damit kann man sich schon eine ganze Menge Scheiß kaufen. Und zwei Welten warten noch auf uns. Das ist schon mal gut. Gee, Uncle Scrooge, you mean there weren't any ghosts down there after all? That's right, Louis. It's as I told you, boys. There's a rational... Aber in Transylvanien waren Geister. Yeah, a whole kingdom of underground creatures who cause earthquakes as part of a game is a completely rational explanation. Never mind, boys. The point is, we made it back with the giant diamond of the inner earth and gained an entire diamond mine in the process. Now, where to next, lads? Das nervt auch, boah, das ist ja viel zu kurz, der Part, ey, scheiße. Na gut. Welpe würde ich den Koffer packen, wenn wir ein bisschen weniger haben. Ich will mir das jetzt mal angucken hier, ob man eigentlich... Ja, tatsächlich, man sieht die Schätze hier drin. Das finde ich gut. Hier schön der, das Zepter von Amazonas. Keine Ahnung. Den wir Amazonas bekommen haben. Hier der Coin of Lost Realm oder so. Aus Transylvanien. Und hier der von eben aus den afrikanischen Minen. Der Dreck. Boah, hör doch auf rum zu bellen, Alter. Fuff, fuff, wir müssen einfach bellen, weil wir es können. Hunde. Ey! Vielleicht sogar mein Vater irgendwo unten. Der hört das die ganze Zeit. Sachen kaufen, das möchte ich mir eigentlich aufsparen für den Schluss. Meine Hunde eskalieren einfach gerade komplett. Können wir mal gucken, wie viel das alles kostet. Wie gesagt, das haben wir schon bei komplett. Das können wir sogar schon komplett kaufen. Mann! Meine Fresse. Das könnte echt vielleicht sogar hinhauen, wenn wir alle Gebiete durch haben. Boah, jetzt haltet die Schnauze! Vielleicht kriegen wir sogar so hin. Und wenn, dann wird es auf jeden Fall nicht allzu viel Gefarme sein. Das finde ich super. So, 14 Minuten haben wir. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, jetzt müsst ihr auch noch hören, wie Hunde die ganze Zeit rumbellen. Ey, so mega ätzend, ey. Im nächsten Part werden wir dann schön die, ja, in den Himalaya fliegen, ne? Das ist tatsächlich auch nicht allzu ein langes Gebiet. Ich glaube, das kürzeste. Könnte man vielleicht in 20 Minuten schaffen. Ich weiß es nicht genau. Werden wir sehen. Von daher, ja, können wir uns dann... Alter! Einfach so! Oh. Ich kann euch 100% sagen, da kommt keiner. Ich werde euch in der nächsten Folge darauf aufmerksam machen. Bis dann habe ich es wahrscheinlich eh wieder vergessen. Aber falls ich dann denke, werde ich auch sagen, ob da jemand gekommen ist oder nicht. Von daher sage ich einfach mal... Obwohl, stimmt, mein Vater ist ja nochmal weggefahren. Stimmt, dann könnte er vielleicht gerade zurückkommen. Das kann gut sein. Boah, jetzt habe ich die Zeit wieder ideal gestreckt. Ey. Wir noch 10 Sekunden aus, dann haben wir 15 Minuten voll. Geil. Woo! Man kann sich auch ducken. Wusstet ihr das? Auch schon wieder... Wie der Hut dann kurz hochfliegt. Das war auch bei DuckTales 1 so. Selbst im Pixel hat man gesehen, dass der Hut kurz oben war und dann runtergefallen ist. Schon sehr viel Liebe
Muss man halt ehrlich sagen. Haben das Spiel halt schön geremaked. Doch, doch. Also, jetzt haben wir es rumgekriegt. Sehr schön. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. In der nächsten Folge geht's ins nächste Gebiet. Nächste Aufnahme-Session. Vielleicht spiele ich das Spiel dann schon durch. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.